Hamster-Simulator an. Lassen wir den Hamster in dieser Situation mal laufen. Hier ist das Programm, das habe ich bereits kompiliert. Und der Hamster hüpft nach da. Ich könnte den Hamster jetzt auch mal woanders hin positionieren. Ich setze ihn mal einfach dahin. Führe das Programm nochmal aus. Und der Hamster läuft, egal wo er steht, bis zur nächsten Mauer. Ich positioniere den Hamster wieder dahin. Jetzt können wir das ja auch mal debuggen. Das heißt, ich springe rein. Jetzt wird getestet. Wir sehen jetzt hier, hier wird getestet, vorn frei. Ah, liefert true. Jetzt wird vor ausgeführt. Jetzt springt der Programmablauf wieder hier hoch. Es wird getestet, vorn frei, ist true. Es wird wieder vor ausgeführt. Jetzt wird wieder nach oben gesprungen. Jetzt wird wieder getestet, vorn frei. Jetzt ist aber nicht mehr vorn frei. Damit ist das die Wiederholungsanweisung und letztendlich hier in diesem Fall auch das Programm beendet.